Liebe Eltern, wir haben uns lange nicht gesehen und ich freue mich sehr, Sie heute hier am Colegio Beata Imelda begrüßen zu dürfen, um Ihnen unsere Neuigkeiten mitteilen zu können. In Bezug auf die Veränderungen, die die letzten beiden Jahre mit sich gebracht haben, haben wir auch das Projekt zur Umgestaltung unserer Schule Beata Imelda gestartet, um ihr eine neue Identität zu geben. Ich freue mich sehr, Ihnen diese Veränderungen heute vorstellen zu dürfen. Diese Erneuerungen waren notwendig, da die Pandemie uns deutlich vor Augen geführt hat, dass Schulen schnell reagieren müssen, um sich an Veränderungsprozesse anzupassen. Grundlegend war die Aktualisierung unseres Leitbildes, aber auch die Erneuerung unserer Konzepte und Politikas, mit denen sich jetzt unsere Schülerinnen und Schüler identifizieren können. Unsere gesamte Schule ist mit Maßnahmen zur Bioseguridad ausgestattet, um Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und um der gesamten Imeldina-Gemeinschaft eine Sicherheit zu geben. Unter anderem wurden die Krankenstation, unsere Besprechungsräume, die Schülertoiletten, der Stillraum und das Schwimmbad neu renoviert. In jedem dieser Bereiche haben wir Hygienevorschriften eingeführt, die alle am Schulleben beteiligt sowie unsere Besucher strikt befolgen müssen. Auf diese Weise wird unsere Institution ein sicheres Umfeld und erfüllt damit alle offiziellen Vorgaben. Des Weiteren nutzten wir die Situation, um unsere Klassenzimmer, unsere IT-Infrastruktur und unsere Homepage stark zu verbessern und zu modernisieren. Wir sind davon überzeugt, dass Lernen nur in einer positiven, angenehmen, attraktiven und sicheren Umgebung stattfinden kann. Dieses Ziel haben wir durch die Modernisierung unserer Schule erreicht. Heute können wir sagen, dass wir nicht nur als Institution, sondern auch als Gemeinschaft einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Vielen Dank und alles Gute am Colegio Beata Imelda.